Was für ein unerwarteter Zuwachs in unseren Reihen. Mit dieser Verstärkung sind wir bereit, uns erneut ins Getümmel zu stürzen. Das mag sein, aber was ist unsere Strategie? Wir benötigen dringend eine neue Spur. Wenn ich dürfte. Also, ausgenommen Koyokoyos Bekannter streut ein ähnlich aussehendes Fortbewegungsmittel. Könnten wir uns dann nicht einfach darauf konzentrieren, eben jenes Raumschiff zu finden? Ein so auffälliges Gefährt wird sicherlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als das vergleichsweise winzige Wesen, um das es geht. Also, da hat er womöglich recht, der Okkultist. Er hält eine große Anzahl von Leserberichten über Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte. In diesem Fall könnten wir unsere Betrachtungen auf Sichtungen silberner Untertassen beschränken und dann die Vorkommnisse streichen, die wir klar Koyokoyos Bewegungsmustern zuordnen können. Das sollte das Feld erheblich eingrenzen, oder? Ja, das ist eine fantastische Idee. Ah, genau die Art von Brillanz, die man von seinem Klon erwarten würde. Ich wollte gerade das Gleiche vorschlagen. Gute Arbeit, Herr Brandyhild. Also, ich hoffe, ich habe meine Grenzen nicht überschritten. Schließlich bin ich lediglich ein Schatten des echten Kriminologen. Ich habe einen Stapel älterer Ausgaben in meinem Arbeitszimmer in der Stadt gelagert. Koyokoyo kann mir helfen, die durchzuforsten und die Sichtungen zu streichen, die definitiv auf ihn zurückzuführen sind. Wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Dorian hat Koyokoyo mitgenommen, um sein Archiv mit früheren Veröffentlichungen durchzusehen. Genießen wir ein kurzes Päuschen, bis Sie mit den Ergebnissen Ihrer Untersuchungen zurückkehren. Was, wenn du dir mal Klamotten andere anziehst? Denn du bist ganz schön kaputt. Wir sind mit der Durchsicht aller alten Ausgaben fertig. Wenn wir die Regionen außer Acht lassen, die Kuyukuyu besucht hat, bleibt tatsächlich nur eine einzige Sichtung einer fliegenden Untertasse übrig. Garlemald. Ein Bericht stammt von einem galäischen Soldaten namens Numerius, der ein weiterer treuer Leser des Okkultisten zu sein scheint. Ein Brief aus dem fernen Kaiserreich? Deine Publikation hat einen beeindruckenden großen Leserkreis. Wir hatten schon immer ein globales Publikum, denn der Wunsch, das Unbekannte kennenzulernen, geht über alle Grenzen und Glaubensrichtungen hinaus. Abgesehen von der Tatsache, dass während des Kalischen Bürgerkriegs ein Raumschiff am Himmel gesichtet wurde, enthielt der Artikel jedoch nur sehr wenige Einzelheiten. Dann müssen wir diesen Soldaten Galle mal aufsuchen, um die ganze Geschichte aus ihm herauszuquetschen. Das sehe ich auch so. Es ist unsere einzige Spur. Und wir haben keine andere Wahl, als ihr nachzugehen. Auf nach Camp Splitterglas.
Sind wir alle hier? Ah, der Leon scheint noch nicht eingetroffen zu sein. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich hatte eine Idee, wie wir etwas Zeit sparen könnten. Ich habe mit einigen Offizieren der Elisabeth Corps gesprochen und unsere Numerius steht auf der Liste der verbündeten Galeestruppen. Ach, die Sache was? Einfacher, konnten die dir denn auch sagen, wo dieser Numerik stationiert ist? Ja, Numerius verrichtet derzeit Dienst mit seiner Einheit und organisiert das Versorgungsdepot im Forum Patens. Wir sollten dorthin gehen und hoffen, dass er die Zeit für ein Gespräch entbehren kann. Puh, die Kälte hier sickert einem direkt in die Knochen. Wie könnt ihr nur alle in dieser unpassenden Kleidung hier stehen, ohne steif zu frieren? Ohoho, ein Mandeville auf einer Mission spürt weder Hitze noch Kälte. Ich bin mir nicht sicher, wie sich das mit der Tatsache vereinbaren lässt, dass man bei diesen Temperaturen irgendwann erfriert, aber andererseits scheint die Realität bei den Mandevilles immer relativ zu sein. Hallo, ist Numerius hier? Mein Name ist Delion, ich bin der Chefredakteur des Okkultisten. Bin hier, um einen Augenzeugenbericht nachzugehen. Chefredakteur höchst selbst, na das ist ja mal eine Ehre. Ich wünsche an meiner Geschichte wäre mehr dran, aber alles was ich weiß, das habe ich schon in meinem Leserbrief erwähnt. Ich habe nichts hinzuzufügen. Es sei denn, du hast noch etwas, das du dem werten Herrn vom Okkultisten mitteilen möchtest. Meintest du nicht, du hättest die fliegende Untertasse auch gesehen? Oh, ich habe sie nicht nur gesehen. Das war ungefähr zu der Zeit, als die Kämpfe gegen Nerva und seine Schergen in einem Bürgerkrieg ausarteten. Ich wurde der Flugabwehrkanone zugewiesen und hielt bereits nach Feindausschau, als dieses seltsame silberne Flugobjekt in Sichtweite kam. Mein erster Gedanke war, dass der Feind eine neue Kriegsmaschine eingesetzt haben muss. Also öffnete ich das Feuer und schoss auf es vom Himmel. Und was war es? Hast du das Wrack untersucht? Wir befanden uns mitten im Krieg. Konnte ich einfach auf das Schlachtfeld wandern, um Abschüsse zu bestätigen. Das Wrack ist vermutlich noch immer dort draußen irgendwo. Wir müssen diese Fliege oder vielmehr abgeschmierte silberne Untertaste finden. Hast du eine Ahnung, wo sie vom Himmel gegangen ist? Genau kann ich das nicht sagen, nein. Dann müssen wir darauf hoffen, dass die Götter uns wohlgesinnt sind. Die Hauptstadtregion Galamals umfasst unzählige malmeisiger Wildnis. Wenn mir eine Frage erlaubt sei, erinnerst du dich zufällig an die ungefähre Geschwindigkeit und Flugbahn der fliegenden Untertasse, sowie die
an die Position der Kanone und die Abschusswinkel des Projektils. Was bist du, Mathematiker? Mehr oder weniger ein Artillerist. Ohne Gedächtnis für Trefferparameter wird seine Arbeit nicht lange nachgehen können. Das sollte ausreichen, danke. Ich hab's. Das Raumschiff ist 1360 Jalmen nordöstlich unserer gefährdeten Standorts abgestürzt. Ein paar Ilme hin oder her. Wie bei den sieben Höllen bist du zu diesem Entschluss gekommen? Elementare Algebra, mein lieber Delian. Wenn man davon ausgeht, dass das Raumschiff von Koyokoyos Kameraden ähnlich konstruiert ist wie das seine, dann ist die Berechnung des möglichen Absturzorts recht einfach. mein brillanter Klon, meine Damen und Herren, wollte gerade die gleichen Schlussfolgerungen ziehen, aber er ist mir wieder einmal zuvor gekommen. Ja. Ein Hoch auf Herrn Brandyhild! Ich scheine mich schon wieder selbst ins Rampenlicht gerückt zu haben. Das tut mir schrecklich leid. Etwa 1360 Jalmen nordöstlich von hier also. Das verbessert die Chancen unserer Suche von nahezu hoffnungslos zu ziemlich hoffnungsvoll. Gehen wir also los und finden diese abgestürzte Unterwasser, ja? Der Detektiv Konnschatten ist wieder da. Halb im Schnee vergrabener Topf, nicht sonderlich außer ätherisch. Was auf den ersten Blick vielversprechend aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als das Wrack einer Kampfmaschine. Eine versenkte und verbogene Metallplatte. Du kannst dir gut vorstellen, dass Koyokoyos Raumschiff nach einem Artillerietreffer in einem ähnlichen Zustand sein würde. Thank you.
Oh, was hast du gefunden, Murasaki? Ein Stück der Außenverkleidung. Die ist von dem Raumschiff meines Freundes, da bin ich mir sicher. Ein Trümmerteil von der Bruchlandung. Ich sehe keine anderen Teile in der unmittelbaren Umgebung. Was bedeutet, dass das Raumschiff nach der Artilleriebeschuss noch hinreichend intakt war, um weiterzufliegen? Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass dein Kamerad alle Beweise aus dem Abschuss beseitigt hat oder dass eine noch unbekannte Partei dies getan hat. Dass die Beweise beseitigt? Willst du damit etwas sagen, jemand hat sich mit unserem kosmischen Besucher aus dem Staub gemacht? Mitsamt der Untertasse und allem? Ich würde sagen, das ist mal eine gänzlich andere Form von außerätherischer Entführung. Entschuldigte Themawechsel, aber hat jemand in letzter Zeit Naschu gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst, wo ist meine loyale Assistentin? Hilfe! Ihr müsst helfen! Mein geliebtes Fräulein Naschu wurde entführt! Irgendein Schuft, der sich als Lugeias Handlanger ausgab, ist gekommen und hat sie mitgenommen. Er trug mir auf, euch Folgendes zu sagen. Wenn ihr eure kostbare Gefährtin lebendig wiedersehen wollt, dann muss Murasaki persönlich dem Turm von Babel erscheinen. Ich erwarte sie in der Magic Tech Wartungseinrichtung. Welch eine Frechheit, welch eine Dreistigkeit, welch eine Schmach. Meine treue Helferin einfach vor der Spürnase weggeschnappt. Verzeihung, aber wer bist du? Ein guter Freund von Naschu, nehme ich an. Ich bin nur gerade zufällig durch dieses Schneefeld gestapft. Reiner Zufall, wie dem auch sei. Genug von mir. Ihr müsst gehen und Fräulein Naschu retten. Endlich eine Gelegenheit, mir die Beine zu vertreten. Warum bist du nackt? Was meinst du, mein Sohn? Werden wir diese Rettungsmission in Angriff nehmen? Das werden wir. So wahr ich Hildebrand Helinor Maximal Mandible heiße. Sie sind ohne uns losgezogen. Obwohl dieser Lugai ausdrücklich nach deiner Anwesenheit verlangt hat, eigenartig. Ich habe alle Indizien gesammelt, die vom Absturz übrig geblieben sind. Aber die Lösung dieses Rätsels wird warten müssen. Der Fall der entführten Assistentin ruft. Dessen im Turm von Babel. Hehehe, verneigt euch vor Super-Lugai! Diesen neuen und verbesserten Körper wird die Ach endlich mein sein! Du wirst Naschu sofort gehen lassen! Moment, was macht ihr beiden denn hier? Ich habe doch ausdrücklich um die Abenteuerin gebeten. Verschwendet oder ihr kommt meinen Zorn zu spüren! Hohoho, das verspricht ein ordentlicher Kampf zu werden! Ich sehe keinen Grund dafür, Murasaki damit zu belästigen. Wir bezwingen diese Bedrohung zusammen als Papa und Sohnemann Manuel! Einverstanden. Werde ich die jetzt spielen? Pah, ich werde meine Rachegelüste nicht an euch Würmer verschwenden, meine treuen Lakaien. Es ist Zeit, euch euren Lohn zu verdienen.
Oho, eine kleine Aufwärmübung vor dem Hauptakt. Schnappt sie euch! Ernsthaft? Was? Passiert das wirklich? Alter, wie viele sind das? Kein Wunder, du hast uns zurecht befunden. Komm raus und stell dich deinem Schicksal! Verschämte Würmer! Der Sohn wird als erstes sterben! Die Raketen! Ihr habt meine Raketen überlebt, dann erfreut euch ein paar übrig gebliebenen Kriegsmaschinen. Kriegsmaschinen mal 50 Mittel versagen, dann sind unvernünftige Maßnahmen angebracht. Und dann was jetzt? Oi, oi, oi. Was? 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 Ist das dein Ernst? Ihr cheatet doch! So einen brauchen wir in den Raids! Anscheinend muss ich euch selbst zerquetschen!
Wie denn da hinten? Schon Sidestep-mäßig, ey. Komm her! Alter, der hat ja schon kein Leben mehr. Was macht er jetzt? Der Ding ist doch nutzt für die Gelegenheit! Und was passiert jetzt? Limit Break! Das ist unsere Gelegenheit! Oh, was? Wieder übertragen wie den Sieg davon. Manuel Schmetterer der verväterlichen Liebe. Ah, die Lage scheint unter Kontrolle zu sein. Hehe, nicht so freudig! Da bist du ja, meine abscheuliche Erzfeindin. Ich habe mir etwas Besonderes aufgespart, nur für dich!
Das will ich als Emote. Hat der die Zeit dafür noch? Was ist das? Ah! Ja, genau! Spiegelschild. Schon wieder? Was wird das? Kommt mal! Und jetzt! Nein! Das war ein herrliches Nickerchen. Oh, hat mir jemand eine nette Fabrik gebaut, während ich schlief? Gut gemacht, Brandyhild. Wieder einmal erfüllt mein Klon mich mit Stolz. Aber nicht doch, ich verdanke dir schließlich alles inklusive meiner Existenz. Ha, ich wusste, dass Gesellschaft von Murasaki mich zu einer würdigen Herausforderung führen würde. Zumindest würdig genug, um dabei ins Schwitzen zu kommen. Was bin ich lebend? Ich weiß es nicht, Doc. Arbeit? Das hier? Das war nur ein spielerisches Geplänkel im Vergleich zu den schicksalsträchtigen Schlachten, die du normalerweise schlägst. Geplänkel, sagt er. Hildebrand ist der finale Boss in... Godbird ist der finale Boss in Final Fantasy 14. Ganz große Finale. Der Bösewicht ist besiegt und Nashu ist wohlbehalten zu uns zurückgekehrt. Ich schlage vor, wir gehen zurück nach Rat der Hahn, um uns neu zu formieren und unsere Position zu überdenken. Dein Kamerad ist noch am Leben, Koyokoyo, da bin ich mir sicher. Fass dir ein Herz und lass uns unsere Suche fortsetzen. War es das schon mit Hildi? Nie im Leben, da gibt's doch noch was. Wir sind nach Garlem als uns zurückgereist. Doch dies ist erst der Anfang des Falles der Funkstille, Freund. Kommt, meine Freunde, das sichergestellte Teil der fliegenden Untertasse wird uns zu neuen Entdeckungen führen. So, wartet doch auf mich, Herr Hildebrand!
Ich sollte ihm wahrscheinlich folgen, oder? Wartet auf mich! Ein letztes Wort von meiner Wenigkeit, wenn ich darf. Ich gebe zu, dass mich die Komplexität von Gottbrands Techniken verwirrt hat. Aber ich glaube, dass mir diese jüngste Anstrengung genau die Inspiration geliefert hat, die ich brauchte. Wenn du bereit bist, mit unserem Vorhaben fortzufahren, sprich bitte mit Meister Gerold. Ich werde dann sofort zur Verfügung stehen. Bis zu unserem nächsten Treffen. Also waren es nur 2 Missionen, Hildebrand. Obwohl waren, glaube ich, immer 2 Missionen, ne? Vielen Dank für die Unterstützung bei meinen Nachforschungen, Murasaki. Wieder einmal waren unsere Reise voller unerklärlichen Phänomene. Und doch bin ich zu der Aufdeckung von Koyokoyos gut verborgenen Verschwörung keinen Schritt näher gekommen. Aber eines Tages wird er ein Fehler machen. Und du und ich werden dort sein, um ihn zu erwischen. Währenddessen irgendwo in Tafnair. Der Detektiv Konschatten ist wieder da. Oh. Wer ist das und was hat er mit dem Kopf vor? Du hast meine Münzen genommen und bist gescheitert. Was für eine Sprechheit, dass du zurückkehrst und noch einmal meine Großzügigkeit ausnutzen willst. Ihr seid zu Recht zornig auf mich, aber ich versichere euch, dass eure Pläne in Gefahr sind, solange dieser hartnäckige Schädling weiterlebt. Ich kenne einen Weg zum Sieg, aber einen verbotenen Weg. Ja, einen Weg, der die Götter selbst auf den Plan ruft. Bin ganz Ohr. Freunde von Welt und auch aus dem All, geklonte Spürnasen für jeden Fall. Denn manchmal braucht man den Kriminologen von Rang. Du weißt, wenn ich meine Hildin eine Brandy hielt, ja. Kantig, manierlich und immer auf Draht. Setzt uns voll. Dann wohl in 3 Monaten, ne? Oof.